Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Und wir waren jetzt erstmal stehen geblieben beim Blitzbad spielen. Und ich habe gerade total vercheckt, Zustands Tee aufzunehmen, wo ich das bekommen habe. Aber egal, danach kam bei Pokalspiel das Auros Tee und das habe ich mir jetzt einfach mal geholt. Hier ist die Prämie. Morka Texas Tech Auros Tech erhalten. Gut, Shadox ist Torschützenkönig. Super, Tintenkeller erhalten und bla bla bla, 24 Siege und gut. Jetzt müssen wir so lange weitermachen, bis wir bei der Spira Liga auch Dings hinkriegen. Bis da steht, dass wir das Merkur-Siegel bekommen. Am besten macht ihr das so, Leute. Ihr spielt bis zum 10. Tag und hört dann auf, speichert ab und spielt dann. Und guckt, ob das Merkur-Siegel danach bei der Spira Liga erscheint. Wenn das nicht erscheint, dann ladet ihr einfach nochmal und spielt nochmal die 10. Runde. Und irgendwann mal habt ihr dann halt die Chance, dass da das Merkur-Siegel schneller halt kommt. Ist besser, als die Liga immer öfter und öfter nochmal durchzuspielen. Und ich sage immer mal, bis gleich, bis wir das Spira-Liga-Merkur-Siegel daraus enthalten haben, bekommen haben. Naja, egal, bis gleich. Das Merkur-Siegel ist erschienen und wir haben es auch gewonnen. So, hier ist die Prämie. Merkur-Siegel. Shadox ist Torschützenkönig, so wie immer. Und wir bekommen hier gerade blablabla. Teamlevel der Beside Oryx ist auf 9 gestiegen. Die Formation Doppelseite wurde erlernt. Nur, ich spiele die ganze Zeit eigentlich schon mit der Standard-Dings, Standard-Formation. Man braucht wirklich eigentlich nichts. Keine neuen Charaktere hinzuzufügen in die eigene Truppe. Man kann so easy Blitzball auch so machen. Okay. Jetzt, wo wir auch das Merkur-Siegel haben, kehren wir noch einmal nach da hinten zurück, sag ich mal. Was heißt da hinten? Wir gehen einfach mal eben kurz in die Kneipe da, wo sich Kimari mal mit Biran und Yank da geschlagen haben. Und dort bekommen wir jetzt die super-duper-Ultra-Waffe von Walker. Ich demonstriere das einfach mal ganz schnell, indem wir da einfach mal hingehen. So, hier sind wir richtig. So, dann kurz hier mal in die Kneipe rein. Beziehungsweise ist es, glaube ich, nicht meine Kneipe, sondern ein Café, aber das tut ja nichts zur Sache. So. Hey, Superstar. Du hast das Ding da bei dir. Zeig mal her. Zeigen. Okay, ich zeig dir es. Nicht schlecht. Die kann ich ohne Bedenken unsere Familienschatz anvertrauen. Weltmeister erhalten. Meine Vorfahren haben ihn von Home Medium Ohana erhalten. Hüte den Schatz also. So, was machen wir jetzt? Wir equippen einmal das Ultima-Schwert, den Weltmeister. Moment mal eben. Hier die Gotteshand. Lord Zwiebel. Oh. Oh. Hä? Murasame? Durchschlag MP, ne? Moment mal eben. Haben wir gar nicht die Superwaffe für Dings, der Bumster? Für Auron? Wieso nicht? Habe ich etwas vergessen? Schauen wir doch mal. Ich glaube, ich habe da etwas vergessen. Und falls es das ist, was ich denke, dann bekommen wir es ganz schnell wieder. Oder bekommen wir es ganz schnell irgendwo her? Sei denn, ich habe seine Waffe schon mal geupgradet, aber ich glaube nicht, dass es so war. Würde mich zumindest wundern. Sehr. Ach, wir können das doch ganz einfach nachprüfen. Wir gehen einfach mal hier in wichtige Items und gucken mal, ob meine Spielzeit jetzt sich mal ein bisschen erhöht, oder? Beim Blitzballspielen. Das dauert halt alles eine Weile. So, hier oben. Müsste da nicht noch was drin sein? Will mal eben. Altes Schwert. Das alte Schwert. Ein veraltetes Schwert. So, Moment. Das hätten wir. Und ich glaube, wir müssen mit diesem veralteten Schwert an einen bestimmten Ort gehen, damit wir seine ultimative Waffe herbekommen. Wundert mich, dass ich das noch gar nicht gemacht habe. Hm. Machen wir das einfach jetzt. Zusammen. So. Hier wären wir wieder bei der Mienstraße, aber hier brauchen wir gerade vorerst nichts. Also, ab zum Flugschiff. So, genau. Ich überlege gerade, wo wir jetzt am besten hingehen. Ich glaube, das wäre die Jose-Straße, um am schnellsten zu den Ort hinzukommen. Komisch, mir kam das echt so vor, als ob ich das aber schon mal gemacht hätte, das eingesammelt hätte für euch, Leute. Wie kann das denn sein, dass es nicht so war?
Moment mal eben. Achso, meine Kisten muss man hoch. Richtig, richtig. Mach mal Platz, Digga. Wir müssen hier hoch. Sieht zwar irgendwie ein bisschen komisch aus, wie man die Kisten da hochgeht, aber das ist uns ja quasi egal. So wichtig ist, dass ihr von dieser Richtung herkommt und den Schatz abholt, denn wenn nicht, dann könnte es ziemlich schlecht für euch enden. Ich sag mal so mit dem Tod. Ihr werdet gleich schon oder nachher schon sehen, was ich damit meine. Vorher allerdings müssen wir aber auch trainieren. Wir sind noch viel zu untrainiert für die Bosskämpfe. Man kann es zwar durch ultra gute, super geile Taktik, kann man es auch schaffen, diese Gegner, die ich meine, ich sag einfach mal schon mal die schwarzen Bestias, ja? Man kann sie zwar auch so besiegen, ohne beim Sphärobrett was gemacht zu haben und mit sehr viel Taktik, aber wir machen es auf die stumpfe Art und trainieren einfach bis zum Umfallen, damit wir das auch so easy machen können. So, hier werden wir dann. Ich glaube, hier, das alte Schwert müssen wir hier benutzen. Zack, stecken es einfach mal rein. Voila. Das alte Schwert haben wir übrigens da vom Talgrund bei der stillen Ebene, wenn man zur Richtung Berg Gagaset geht. Da gibt es ja vor der vergessenen Höhle rechts noch so einen Weg dahin. Und da war halt das alte Schwert, dort haben wir das her. Falls ihr gerade neu eingeschaltet habt und soweit gar nicht geguckt habt oder diesen Part nicht geguckt habt. Ah, whatever. Benutzen wir einfach mal das Solarsiegel. Und Masamune erhalten. Rico fragt schon, hä, wen gehört das? Und dann kommt er vom Auron an. Das müsste dann meine sein. Super, das wär's allerdings auch schon. So, Leute, und jetzt sehen wir uns beim Makalanya-Wald wieder. Bis gleich. So, hier wären wir dann wieder beim Makalanya-Wald. Und jetzt gehen wir einfach mal zu diesem geheimen Ort, wo man seine Waffen mysteriös upgraden kann. Man könnte auch sagen, aufwerten, ne? Aber wir lassen es einfach mal upgraden. So. Gehen einfach mal hier über diesen Schleierweg darüber zum nächsten Ort. Und hier müssten wir eigentlich schon fast da sein. So. Hier nach oben. Und dann fragen wir das mysteriöse Viech. Kannst du für mich upgraden? Lege die Waffen vor des Solaris. So, vorlegen. Das Ultima-Schwert. Die Waffe ist nun stärker. Also man muss die Waffe erstmal verstärken mit der Marke und mit dem Siegel kann man die Kraft endgültig entfalten. So ist das. So, also müssen wir nochmal seine andere Waffe hervorlegen. Was ist eine andere Waffe? Die gleiche Waffe nochmal vorlegen. Voila. Die Waffe hat die maximale Stärke erreicht. Nun bringt sie uns auch endlich etwas. So, Yuna, deine Waffe ist als nächstes dran. Die Waffe ist nun stärker. Hooray! Ja, und das muss man sich jetzt eigentlich bei jedem Charakter nochmal ansehen. Jedes Mal wird die Waffe hervorgelegt, die wird verstärkt, sie wird verdingst, verultimativt, könnte man sagen. Und ja, danach sind wir eigentlich quasi fertig mit den Waffen sammeln. Eine beste ultimative Rüstung gibt es in diesem Spiel nicht, die man sich für jeden Charakter holen kann. Aber die können wir uns auch schön selbst bauen, dank Riku. Und das werden wir natürlich auch machen. So, eine andere Waffe vorlegen. Okay, wir nehmen einfach mal die von Auron. Saturn-Marke. Auron hat echt das Glück. Er bekommt gerade frisch seine Waffe und die wird auch frisch dann wieder geupgradet.
musste keinen Kampf ohne seine ultimative Waffe da machen. Nachdem er sie bekommen hat. Aber wir kämpfen ja generell gar nicht mit Auron, deswegen ist es ja sowieso wurscht. Auron, deine Waffe wird jetzt verultimativt. Oh, holy moly, ich glaube, wir verkürzen das einfach mal. Bis gleich. So, ich habe alles geupgradet. Schauen wir doch einmal mal rein. Hit Expander und die ganzen anderen Zeuge, was da drauf liegt. Jetzt nur noch bei Auron muss ich ihn anlegen. So, und jetzt alles. Alles, completely, alles mit Hit Expander. Yeah. So. Als nächstes machen wir, glaube ich, was ganz anderes. Was heißt was ganz anderes? Ich glaube, jetzt machen wir das so, dass wir erstmal die ganzen verbleibenden Jack Sparrow-Sphäroiden aufsammeln, damit damit Auron seine letzte Ekstase-Tech bekommt. Hier fehlt nämlich eine. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Wir werden es ja gleich sowieso sehen. So, ich mache mich mal auf die Suche nach den Jack-Sphäroiden und ich sag mal, bis gleich. So, Leute, treffen wir uns also in Insel Bisset wieder. Und ich habe in dieser Zeit erstmal trainiert und keine Sphäroiden gesammelt. Hier sieht man dann beim Sphärobrett, ich habe wirklich fast alles hier fertig gelernt. Was eigentlich wichtig ist, ist eher die Tatsache, dass die Werte auf 255 sind. Das ist ziemlich nice. Wie man das erreichen kann, das werde ich später zeigen, nachdem ich die schwarzen Bestias alle tot habe. Aber ich muss noch zeigen, was ich für Rüstungen habe. Hier Auto Potion, Auto Phoenix, Auto Hass und Steinwal habe ich mir hergestellt. Das gleiche auch für Walker und ebenso fast gleich auch für Tidus, nur hat er die Schleife. Das habe ich mir Dunkelkristallen hergestellt. Für 99 Dunkelkristalle kriegt man nämlich die Schleife. Da man die Kristalle schlecht kriegt, sage ich mal, habe ich einfach mal optional einfach Steinwal bei den Beinen reingepackt. Da die meisten Bestias einen versteinern und man dann so schnell Game Over gehen kann. Ist also ein kleiner Lückenfüller quasi. Ich denke mal, wir werden so alle schwarzen Bestias schaffen können. Und genau. Wie man diese Rüstung zusammenbaut, das zeige ich ebenso nach den schwarzen Bestias. Und jetzt machen wir uns erstmal ab hier zum Dorf Bisset und machen die erste schwarze Bestia kaputt. Und zwar ist dieses Falfaris. Dann wollen wir mal loslegen. Und da ist auch die schwarze Falfaris. Hooray! Und die ist auch gar nicht mal so schwer zu besiegen. Also ich denke, wir machen mal ein paar Mal Rapidschlag. Wir werden auch mit jedem Schlag immer kritten. Das hört man so einen schönen Ton. Das liegt daran, dass wir so viel Glück haben. Falfaris könnte uns eigentlich immer noch umbringen, wenn er seine Ekstase voll hat. Dann kann er einfach die Ekstase benutzen. Wir wären sofort tot. Das Gute allerdings ist, dass Falfaris vorher sterben wird. Tadam, tadam. Zwei Super-Sphäroiden bekommen und irgendein anderes Item. Stay away from the summoner. You're a bad man. Ja, renn, renn, renn. Lauf. Kleines Mädchen, lauf. So, und da wären wir in Insel Bisset und hier können wir uns natürlich auch diesen Jack Sparrow abholen, den ich eigentlich holen wollte. Aber hier kommt man ja schlecht rein, ohne Falfaris vorher zu besiegen. Egal, wir gehen einfach hier nach rechts und da hinten sehen wir schon was ganz kleines Blaues und das klicken wir einfach mal an. Jack Sparrow entdeckt, anschauen. Smallest heap of huts I ever seen. No. That looks like a fine place to live. Auron. My lord. When this is over, could you bring Yuna here? I want her to lead a life far away from this conflict. You have my word.
I will bring her here. Thank you, Oren. You're a good friend. What are you guys doing? Let's go! I'm so hungry I could eat a shoe puff whole. Sorry. Well, let's go then. Schön, dass wir rührt, oder? Ja, finde ich auch. Okay, ich denke mal, jetzt gehen wir zum schwarzen Ifrit und vielleicht könnt ihr euch sogar denken, wo sich der schwarze Ifrit aufhält. Wir sehen uns dann dort. Ja, 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 wo verschlägt uns der Weg hin? Es führt uns geradezu zur Insel Bikanel, zu dieser schönen, braven Person. Okay, sprechen wir sie mal an. Mein Kind hat sich in den Ruinen des Heims verlaufen. Bitte helfen Sie mir, das Kind zu suchen. Ja, es scheint eine Frau zu sein, richtig? Ja, definitiv, es ist eine Frau. Von den Haaren her passt das, vom Gesicht her passt das. Okay, durch die Statur, ich weiß auch nicht. Man, ja, hat einen Mantel halt um so ein Ding. Ja, wo ist sie hin? Vielleicht da unten? Oh, oh, wer ist das denn? Ich werde hier drüben suchen. Also, oh, what the fuck? Titus guckt so, wo ist das Kind, weißt du? Und Ifrit sitzt da unten und denkt sich, Essenszeit. Bitte suchen Sie in der Nähe der Klippen. Hä, Moment, ich war doch gerade bei den Klippen. Wie unlogisch ist das? Moment mal, kann es sein? Oh ja! Die Frau ist keine Frau! Sie ist ein Mann. Unglaublich. Ich weiß auch nicht, wie sich eine Frau zu einem Mann transformieren kann, aber es ist möglich. Jeder FFX-Spieler, der so weit schon gekommen ist, der hat sich in diesem Moment gedacht, what the fuck? Wo er dann hier in den Kampf reinkam und dachte sich, uh-oh, fuck. Kaum trainiert, kein gar nichts und es heißt einfach nur zack, Game Over. Und das ist echt Mist in dem Moment. Schöne Sache. Ich habe aber Auto-Potion. Habt ihr alle Potions und High-Potions aus eurem Inventar entfernt, so wird euch immer mit X-Potion heilen, was natürlich ziemlich gut ist, wie ihr sehen könnt. Rapidschlag. Ob Ifrit jetzt wohl die ganze Zeit nur kontern wird? Sieht fast so aus. Dankeschön. Zum Glück macht er nicht 9.099 Schaden. Das ist irgendwie ziemlich gut. So, mal gucken, wann ist ein Walker dran? Nein, noch ist Walker nicht dran. Ich denke mal, wir wollen doch Ifrit schön erledigen, oder? Werden wir auch machen. Moment mal eben. Walker, du machst einfach mal Angriff C. So, Concentration, Concentration und Operation. So, super. Na, dann wollen wir mal einen kleinen Einblick in Walkers ultimative Attacke. Vernichtend. Zwei Dunkelkristalle und Feuerbombe. Let's go. Also, let's go. Aha, so, what the fuck, ist doch scheißegal mäßig. So, das war's eigentlich. Und wenn man zurück zum Heim will, dann kann man leider sagen, das geht nicht. Man kann nicht an den Leuten vorbeigehen. Da drüben ist nichts mehr, das Heim ist zerstört. Lüge! Aber hör doch, wir können auch Blitzball spielen. Ich habe den Ball drin vergessen. Oh, das ist natürlich schlecht. So, das ist nämlich wirklich so, dass in der internationalen Version gibt es einen Bug. Da muss man ganz einfach nur Kreis drücken und dann den Controller nach rechts packen. Dann ist es möglich, an den Leuten vorbeizulaufen. Und man kann wirklich zurück zum Heim und Yuna retten, obwohl man Yuna in der Truppe hat. Was sehr confusing ist.
Ich habe leider die internationale Version von FFX gerade nicht parat. Dann würde ich es euch ziemlich gerne zeigen, aber ich kann es nicht. Wer es dennoch sehen will, der drückt, der gibt einfach mal bei YouTube ein FFX New Game Glitch. Dann wird er es wohl sehen. Das ist ziemlich nice, die Sache. So, wir sehen uns dann beim Schwarzen Ixion wieder, würde ich sagen. Ne? Beim Schwarzen Ixion, ja. Doch, dort sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da wären wir bei der Donnersteppe und hier finden wir die Schwarze Ixion. Wer hätte es gedacht? Hier ist alles so schön blitzig und so. Und deswegen, versteht ihr, das passt irgendwie so ein bisschen. Genau. So, dann wollen wir mal. Ich bin mal ganz gespannt, wie das ausschauen wird, gegen Ixion zu kämpfen. Dort hinten ist schon der Typ, den wir ansprechen müssen. Der wird dann einfach mal sagen, Jo, Heathen! Weißt du, du Ketzer, und dann, naja, passiert halt so viel Shittyfuck auf einmal. You heathen! Something up there? Let's go. Kimari, der spürt schon irgendwas. Irgendwas ist hier komisch. Ob wirklich was komisch ist, das sehen wir gleich. Wer jumpt denn da oben rum? Moment, zwei Medias? Was geht denn jetzt ab? Ein stinknormaler Glatzkopf, den man in jedem Tempel sieht, und ein kleines Kind, was man sogar bei Insel Bisset sehen kann. Glaube ich, ja. Da sieht man das Ding auch. Das Kind. Da beginnt auch der Kampf gegen die Schwarze Ixion. Ist sie nicht schön? Tut dir das gut? Oh, 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 was sollte das, hä? Was sollte das? Wolltest du mich etwa treffen? Oh, oh, daneben. Ich glaube, du solltest mal versuchen, mit Blitzangriffen dagegen zu wirken, Ixion. Das würde dir, glaube ich, mehr bringen. Ich meine, so kommst du bei mir nicht wirklich weit. Ah, 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 ah. Auch daneben. Oh, es scheint so, als ob die Schwarze Ixion schon bald keinen Bock mehr hat. Blitz ja. Na, interessiert mich wenig. So, hier bin ich mir gar nicht sicher. Wie das ausschaut mit der ultimativen Attacke von Ixion. Ich bin einfach mal so frei, ja, und mach mal was. Ich habe keine Ahnung, ob Ixion das überhaupt jetzt gebacken kriegt, seine ultimative Attacke zu machen. Aber wenn, dann sind wir, glaube ich, tot. Deswegen mache ich einfach mal hier Heilquelle und Zockerseele, um den Unfallschutz herzustellen. Dann kriegen wir nochmal extra Extra-Protest, Regener und Schutzengel. Ne? Und ich greife einfach mal an und guck einfach mal. Nee, noch ist es eine normale Attacke. Es ist immer noch eine normale Attacke. Aerofunken, interessant. Ah, Autoprotest scheint uns gerettet zu haben. Und es gibt noch einen X-Bosch hinterher. Vernichtend. Und wieder zwei Dunkelkristalle und Momba-Blitz. Okay. Also der Mediatyp, die da, der hat keinen Bock mehr. Der kniet sich schon mal hin. Aber die Kleine, die ist auch noch da. Der Kleine. Kann auch die sein, oder der? Weiß nicht. Also irgendwie so ein komisches Hütchen, das würde ich mir eher so eine Frau drunter vorstellen. Blitz und Schatten. Versetze den Medio, der mit dem Donnerschlag erscheint, den finalen Schlag.
So, ich glaube, man könnte sich jetzt einfach auch verstrieseln hier. Da müsste man alles nochmal von vorne machen. Aber man kann auch einfach hier nach hinten gehen, glaube ich. Und dann ist das Medium hier irgendwo. Medium? Da ist es ja. Es kam direkt vor meinen Augen. Hier, in your face. Und diesmal kontert er auch nicht alles. Das finde ich sehr gut. Ups. Oh, das ist doch nicht ups. Ich dachte, ich hätte gerade ein Item geused. Aerofunken. Oh, da sieht man, Autoprotest muss man haben, sonst tut's weh. Ah, komm, stirb. Das war jetzt gerade die Rambo-Art, da war ich jetzt, da wollte ich gar nicht irgendwie auf Nummer sicher gehen. Da dachte ich mir einfach nur, ach komm, fuck this shit, stirb einfach. Und jetzt kehrt einfach die ganz normale Ruhe ein. Die dritte schwarze Bestie ist besiegt und wir können nach Hause gehen. Ja Leute, ich mache diesen Punkt mal eben einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo es an die schwarze Shiva geht, den schwarzen Bahamut und die schwarze Anima. Bis zum nächsten Mal.